Hallo, ich grüße euch. Ich wollte den Teil 9 nochmal neu machen. Ich hatte nämlich einige Versprecher drin und im Teil 8 waren auch zwei Versprecher. So, also erstmal die vom Teil 8. Und zwar ging es da um den Dow Jones. Ich hatte den Dow Jones Chart auf und wollte aber eigentlich was zum S&P sagen, weil der S&P natürlich aussagekräftiger ist. Und ich bitte da um Entschuldigung, das ist mir halt passiert, ich hatte das falsche Fenster auf. Also nochmal für die Leute, die das jetzt noch nicht so verstanden haben, was da der Unterschied ist. Der Dow Jones ist der ältere Index und bildet im Prinzip die Großunternehmen des Deep State ab. Ich will es mal so sagen. Während der S&P 500 doch eher die Unternehmen abdeckt, die Wirtschaftskraft der USA widerspiegeln. Ja. Also die Veränderung des S&P 500 spielt die momentane Wirtschaftskraft ab und das sind nicht nur die Unternehmen, die so hauptsächlich für den Deep State tätig sind, sondern ein größerer Querschnitt, ne? Ein realistischeres Bild. Während der Dow Jones eben so, naja, so eine Institution ist, die eben noch, auch noch ein bisschen gepflegt wird und aber nicht 100% mit dem S&P übereinstimmt, weil im Dow Jones weniger Unternehmen gelistet sind als im S&P. Ne? So, also 10 Unternehmen im Dow Jones repräsentieren ungefähr die Hälfte des Marktes und die restlichen 20 teilen sich in die andere Hälfte rein. So, ne? Und die großen sind hauptsächlich die Big Cats auch im Deep State. So, in dem S&P 500 liegt das zwar ähnlich, dass auch die großen Marktführer den Index bestimmen, aber wir haben eine große Dynamik in dem ganzen Rest. Und das gibt ein objektiveres Bild, wie es wirklich aussieht. So, das ist die zweite Geschichte. So, und jetzt hatte ich natürlich zwei Versprecher in dem Teil 9 drin, deswegen jetzt noch mal. Also, es wurde kommuniziert, dass es 10 Tage Dunkelheit gibt. So, das war in vielen Foren zu lesen. Ich habe das auch gelesen, ich habe mir meine Gedanken gemacht. Ich habe deswegen einfach nur gesagt, es wurde kommuniziert und nicht, es wird so passieren. So, und ich möchte gerne mal meine Sicht dazu sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in die großen Planer, die ja bis jetzt keine ganz schlimmen Fehler gemacht haben, die haben Fehler gemacht, aber keine ganz schlimmen, wirklich die Bevölkerung 10 Tage ohne Strom lassen, das würde ein totalen Niedergang geben, es würden viele sterben dabei. Man muss bedenken, dass die Wasserver- und Entsorgung dabei stirbt und wenn die Leute 3 oder 4 Tage kein Wasser haben und alle Getränkevorräte ganz schnell leer gekauft würden, weil dann wieder ja die Hamsterei losgeht, dann würde das ganz schnell zu Chaos führen. Mal abgesehen von den Rinderbeständen, die überall sind, wenn man die Rinder nicht jeden Tag zur gleichen Zeit in den gleichen Maschinen melkt, gibt das ein Riesenproblem. Ich hatte das schon erklärt, dass eine normale Kuh sich nicht von Hand melken lässt. Die müssen dann wirklich auch an Automaten, die brauchen Notstromaggregate und dann kann man sich vorstellen, wenn jetzt größere Milchviehbestände auf einmal merken, es ist kein Strom da und sie können die Milch auch nicht kühlen, die da abgepumpt worden ist, dann wird natürlich ein Riesenschaden ein. Das kann niemand wollen. Also so eine Planung würde auch als Fisch hängen bleiben. Als Idee, es wurde mal drüber gelacht, aber dann lass uns mal an was Ordentliches arbeiten. So würde sowas gewertet, ne, wenn jemand das vorschlägt. Und deswegen würde man das gar nicht erst zur großen Diskussion stellen. So, wir reden also jetzt über einen Tag bis 3 Tage, ne, wenn es wirklich zum Blackout kommt. Der Blackout selber macht natürlich Sinn, weil dann natürlich nie abgesprochen werden kann, wo Anschläge zu verüben wären. Wir haben ja darüber geredet, dass es so eine App im Raum steht, die so Terroranschläge koordinieren hilft. Und die Kommunikation selber muss natürlich abgeschaltet werden. Jetzt ist die Frage, gibt es Teile vom Internet, die ohne das öffentliche Internet funktionieren? Ja, die gibt es. Es gibt neben dem Internet, was wir alle kennen, was wir für unser Handy und für unseren Internetprovider haben, noch weitere Netze, die physisch über die gleichen Strecken laufen, die aber abgeschirmt sind. Das sind die, wo die Behörden miteinander kommunizieren. Und es gibt natürlich schon Militär, die auch ein eigenes Netz haben, was mit dem Internet gar nichts zu tun hat. Und das wird man natürlich nicht abschalten. So, geht. Es geht ja nur darum, dass der kleine, junge, aufstrebende Selbstmordattentäter keine Befehle erhält. Damit wäre das Thema eigentlich durch. Ich sehe gerade, dass mein Auto müde wird. Ich hoffe mal, da macht die paar Minuten noch mit. So, jetzt nochmal. Bitte seht zu, dass ihr eure Bitcoins
Coin-Positionen glatt stellt, also alles, was Kryptowährung ist, wenn heute Abend, so sagen wir mal 17 bis 18 Uhr, es zu Zugriffen käme, weil wir haben ja nun eine Frist, bis Ostern sollen die großen, schlimmen Leute verhaftet sein, dann rechnet damit, dass es zu starken Börsenbewegungen kommt, die zur Abschaltung des Marktes führen könnten. Ich sage es extra so deutlich. Und dann ist es schlecht, wenn da Positionen offen bleiben. Also schließt das. Kümmert euch darum, dass genug Wasser da ist, genug Wäsche gewaschen, also tut eure Maschinen nochmal anwerfen, dass die nochmal laufen, sodass ihr darauf vorbereitet seid, dass es ab 17 Uhr rumpelig wird. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Quarantäne im Prinzip ja für alle gilt, aber es war wohl rausgegeben worden, dass das bei den Muslims nicht durchgesetzt werden soll. Und wenn jetzt die Order käme, es gilt jetzt für alle, könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn die dann freitags zum Freitagsgebet wollen und dann nicht dürfen, plötzlich nicht dürfen, dass dann natürlich da der Hektik losgeht. Und wenn es zu einem Freitagsgebet, zu einem Aufruf von Anschlägen kommt, kann das natürlich auch nicht im Interesse sein. Also wird man das irgendwo unterbinden müssen. So, das sind die zwei Eckpfeiler, durch die der Ball durchfliegt. So, und irgendwas dazwischen wird sich dann ereignen. So, dann steht immer noch die Frage im Raum, kommt es zur Sprengung von dem Tempelberg? Das wäre ein starker Auslöser und auch eine Erklärung von Crash, weil dann würde die ganze islamische Welt lostoben. Es ist aber im Interesse von Israel, dass die Moschee dort wegkommt, weil die wollen dort einen dritten Tempel bauen. Und ja, und das ist der Spannungsbogen. Und wir wissen ja, dass in den dritten Tempel sich dann dieser Antichrist reinsetzen soll. Also können wir nur hoffen, dass dieser Tempel nicht gebaut wird und dass es auch nicht zu der großen Sprengung kommt und dass es eine andere Lösung gibt für das Problem. So, gut. Ich mache jetzt erstmal Schluss, weil es wird wahrscheinlich das Video jetzt eh abbrechen und ehe ich das dann nicht richtig hochladen kann, würde ich jetzt das Video mal beenden. Wir machen dann heute Abend mal noch was, sofern wir Strom haben und wir leben, sage ich immer. Dankeschön.